Ach, hier steht, besonders viele iPhone-Besitzer sind Ostdeutsche. Ja, aus nostalgischen Gründen. Die hatten früher mit dem Konsum ja auch nur einen Laden, in dem sie einkaufen konnten. Super Feature. Das neue iPhone 4G benachrichtigt automatisch alle großen Nachrichtenseiten und Blogs, wenn man es im Suff verliert. Ja, unglaublich. Für deutsches Bier lassen Männer nicht nur ihre Freundin, sondern sogar ihr iPhone liegen. In einem deutschen Biergarten hat sich doch dieser Apple-Mitarbeiter volllaufen lassen. Wahrscheinlich, um zu testen, ob auch der Durchschnittsdeutsche damit zurechtkommt. Die hatten wohl sogar extra so ein ganz neues Navigationssystem entwickelt. Nächster Schritt, geradeaus. Tja, aber nun hat der arme Tropf gar kein Navi mehr. Dabei braucht er das doch jetzt so dringend, um den neuen Arbeitsplatz zu finden. Für alle, die ihr Telefon noch haben, ist dieser Artikel vielleicht interessant. Der verrät mal, wie man Musik und Videos von seinem Heimrechner auf sein Handy oder andere Computer streamen kann. So muss man keine Festplatte mit sich rumschleppen, die ja doch nur kaputt geht und dann in den Kühlschrank muss. Denn so bringt man defekte Festplatten mit etwas Glück wieder ans Laufen. Und wer zu faul ist, die Festplatte auszubauen, nimmt einfach den ganzen Computer. Man will schließlich Daten retten, nicht die Umwelt. Für Apple ist der verlorene iPhone-Prototyp dagegen ein irreparabler Verlust. Die ganzen Berichte und Fotos von dem Gerät haben Steve Jobs doch jetzt schon die Show gestohlen. Also circa 50% des Unternehmens. Ja, die Größenordnung dieses Vorfalls sollte man nicht unterschätzen. Das ist ungefähr so, als hätte die Käsmann im Auto das allerneueste Testament liegen gelassen. Etwas Wichtiges vergessen hat auch diese Wachskreatur, nämlich dass sie ohne die Hitze einer Flamme langsam erstarrt. Ihre Kollegen lernen aus dem Fehler und nehmen sich deswegen in dem Animationsfilm Lightheaded von Mike Decco Feuer mit auf die Reise. Was allerdings auch nicht nur Vorteile hat, denn Wachs hat nicht unbedingt was mit Wachsen zu tun. Dieser Schweizer Steinbock dagegen hat etwas auf dem Kopf, das überhaupt nicht gefährlich, sondern richtig praktisch ist. Ja, ich wusste zwar schon, dass die mit ihren Hörnern kämpfen, aber ich dachte immer gegen Rivalen, nicht gegen Juckreiz. So, ich werde jetzt aber nicht das Wichtigste vergessen, unseren Zuschauer nämlich, wo es heute doch so ein vorbildliches Foto ist. Was natürlich kein Zufall ist, denn Dirk ist Fotograf und hat vor mir schon viele andere Stars gesehen. Jamie Lee Curtis zum Beispiel, Armin Müller-Stahl, Johannes Rau und Sandra Maischberger, damals vor der Botox-Behandlung. Entschuldigung, blöder Witz, vielleicht war sie auf Diät. Tja, manchmal will man Stars aber auch einfach lieber hören statt sehen. Und dann ist Tiny Song ziemlich praktisch. Vor allem, wenn auch Freunde mithören sollen. Denn Tiny Song generiert blitzschnell einen Link zum Lieblingslied, den man verschicken kann und der dann direkt zum zurzeit sehr populären Musikdienst Grooveshark führt. Dort nicht finden wird man allerdings die Hochzeit des Figaro von Mozart in der Version von Andrea Badrucci alias Backdrum. Mozarts Meisterwerk wurde zwar eigentlich nicht für Double Bass geschrieben, kommt damit aber erfrischend flott daher. Auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen Opernschlaf. Mit einem ungewöhnlichen Instrument nähert sich übrigens auch Adi Somek einem klassischen Musikgenre, dem Jazz, dem er mit seinem Balloon Bass neue Akzente verleiht. Ein ganzes Album hat er mit seinem 15-Dollar-Instrument schon aufgenommen, das man sich auf seiner Website auch kostenlos herunterladen kann. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. So, und ich gebe jetzt auch noch ein Konzert, Platzkonzert.